wurde gefragt, welchen Menschen ich bewundere. Da gibt es einige. Ich habe gerade die Biografie von Arnold Schwarzenegger durch. Wirklich toll, also als Hörbuch gehört, teilweise hat er selbst auch gelesen auf Englisch. Wirklich, wirklich eindrucksvoller Typ und relativ klar und einfach gestrickt. Also er ist nicht dumm, aber was mich sehr bewundert hat, also was ich sehr bewundernswert fand, ist, der hat ganz klare Ziele sich immer gesetzt, hat diese Ziele visualisiert und hat das immer wieder diese gleiche Technik gehabt, hat sich schon gesehen als Gouverneur, hat sich schon gesehen als Weltmeister im Bodybuilding und hat es einfach komplett durchgezogen. Teilweise auch rücksichtslos. Und das beschreibt er auch ganz ehrlich in seiner Biografie. Das finde ich wirklich toll. Er weiß genau, wer er ist. Er beschreibt auch seine Fehler, auch schonungslos mit sich selbst. Das hat mir sehr gefallen, diese völlige Klarheit. Ja? Und übrigens, ich bewundere viele Menschen und ich lese auch unheimlich gern Biografien, weil Biografien zeigen dir einfach die Welt von einer anderen Perspektive. Weil jeder schreibt dir eine Biografie aus seiner Weltsicht dann. Ja? Es ist seine oder ihre Weltsicht und du siehst die Welt aus einem ganz, ganz anderen Winkel. Und das finde ich toll und sehr, sehr lehrreich, gerade von Menschen, die schon was geschafft haben. Was kann ich von denen lernen? Das heißt natürlich nicht, dass ich einfach alles kopieren kann. Das funktioniert genau so. Aber ich finde es unheimlich, unheimlich inspirierend. Ja, und gerade Arnold Schwarzenegger war ja wirklich gegen alle, ich meine, mit deutschem Akzent, mit so einem riesen Körper. Man hat nicht mal einen Stunt-Double gefunden für ihn, ja, weil keiner so einen Körper hatte. Es gab zwar Herzensbrecher, aber es gab diese riesen Actionhelden, gab es vorher gar nicht. Mit dem Namen. Und er hat es trotzdem geschafft. Ja, mit diesem Akzent, ohne Schauspielunterricht. Das ist unglaublich. Also es gibt manchmal diese Geschichten von Menschen, die etwas geschafft haben, was einfach irgendwie unmöglich war. Und sich dann anzuschauen, wie war das möglich? War das alles nur Glück und Zufall? Nein, nein, nein. Da gehört schon viel dazu und gerade ihn, muss ich sagen, habe ich jetzt nochmal ganz anders kennengelernt. Das kann ich sehr empfehlen. Wenn dir das gefallen hat, folge mir gern und deine Fragen gerne. Ich freue mich darauf in die Kommentare.